Ja, Gott sei Dank. Endlich mal ein Let's Player, der etwas spielt, was noch gar kein anderer spielt. Faster than Light. Es gibt, glaube ich, grob geschätzt 1 Million Let's Player auf YouTube, die Faster than Light spielen. Warum ich? Tja. Ich hatte einfach mal Lust, für eine Runde zu zocken. Ich habe es jetzt schon etwas länger nicht gezockt. Und habe gedacht, naja, wenn ich schon zocke, kann ich es auch aufnehmen. Ist ja nicht so wild. Wir starten ein neues Spiel. Ja, ich weiß, dass ich noch ein altes Spiel anlaufen hatte. Und wir wählen mal hier die Red Tail aus. Das Type B-Schiff vom Standardschiff, was man von Anfang an hat. Vorteile, dass man Sally dabei hat, einen Soldaten, der, beziehungsweise die dann direkt auch in einem eingesetzten System Strom spendiert. Aber ich will jetzt auch nicht großartig hier rum erzählen und euch erklären, wie das Spiel funktioniert, denn wer Faster Than Light nicht kennt, der hat, glaube ich, die letzten Monate, weiß ich nicht, auf dem Baum gepennt. Deswegen denke ich mal, dass es überflüssig ist, euch das zu erklären. Wir gehen einfach mal rein, zocken, gucken, wie weit wir kommen, und wenn wir kaputt gehen, gehen wir kaputt, und wenn wir den Boss besiegen, dann ist auch gut. Was ich übrigens einmal geschafft habe bisher. Das sogar auf normalen Schwierigkeitsgrad. Aber diesmal spielen wir auf Easy. Und lass uns mal reingehen ins Spiel. So. Den Zoltan setzen wir auf die Waffensysteme. Dann haben wir Kabalka für die Schilde und die Sophia für den Antrieb. Ich denke, damit fahren wir erstmal ganz gut. So. Alle Waffen auch. Können wir uns schon ein. Ja, können wir. Wir können schon mal ein Energie kaufen für den Antrieb. So haben wir ein bisschen mehr Evade-Chance, aber das wisst ihr natürlich alles. So, wo geht's hin? Ich würde sagen, wir machen die. Na, wir machen die große Runde hier unten rum. So. It seems that they need to take possession of an enemy ship intact. Offer your service and leave them alone. Offer your services. Oh, wir sind leider nicht gut genug ausgestattet, um den Herrschaften zu helfen. Ja, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Ah, ein Notsignal. Mal gucken. So, you find the source of this assault, a small research station. It reappears, a small laboratory fire, bla 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 bla. Send your crew in a shuttle to help out the fire. Put out the fire. Machen wir mal lieber nicht, bevor wir noch ein Mitglied verlieren. Dock and try to rescue the survivors. Machen wir das doch mal. Schön. Einer von den Überlebenden bietet sich uns an, an Bord zu bleiben, und wir bekommen 12 Scrap. Sehr schön. Ja, was machen wir mit dem Typ? Den stellen wir mal in die Sauerstoffversorgung. Falls sie getroffen wird, kann er direkt anfangen zu reparieren. Weiter geht's. Ein Store bringt uns jetzt nicht viel. Ich würde sagen, wir fliegen mal diese Kurve hier rum. Oben rum, und dann geht's unten weiter. So viele Systeme mitnehmen wie möglich. Ist mein Motto. Ja, hier können wir 5 Fuel bekommen für 2 Missiles. Ja, machen wir einfach mal, denn die Missiles bringen uns im Moment nichts, da wir keinen Raketenwerfer haben. Weiter geht's. Ja, ich wollte eigentlich wieder runter, hatte ich gesagt, nicht wahr? Aber das Notrufsignal kann ich nicht links liegen lassen. Falls da irgendjemand Hilfe braucht, wäre ja schon mal schön, wenn wir jetzt mal einen Kampf bekommen würden. Try to shield the ship with yours and a course went to the field, out of the field. Don't risk your ship, leave them to their fate. Na komm, wir versuchen die mal aus den Asteroidengürtel mit unserem Schiff herauszuführen. Deren Schilde sind nämlich down. Und. Ja, leider wird das andere Schiff getroffen. Wird zerstört dabei, und wir schnappen uns die Überbleibsel. 15 Scrap. Ja, eine kleine Gedenksekunde für die Verstorbenen. Und weiter geht's. Na gut, dann fliegen wir nicht unten rum, fliegen wir oben rum, versuchen wir mal hier die Kurve zu kriegen. Und ich würde mal gerne kämpfen. Falls das in dem Spiel noch drin ist. Vielleicht wurde es ja rausgepatcht in der ganzen Zeit, wo ich es nicht gespielt habe. Schön. Ein Rebel Rigger. Die greifen uns an, wir greifen die an. Die haben eine Drohne. Ja, interessiert mich jetzt nicht allzu viel.
Oh, die ersten drei Laser mal auf die Schilde. Den vierten Laser deaktivieren wir nochmal. Den können wir dann auf die Waffen schießen. Genau wie den dritten Laser, den deaktivieren wir auch mal. Erstmal die ersten zwei Schüsse auf das Schild und dann auf die Waffen. Uff, jetzt! So, dann auf die Waffen. Schön. Waffensystem haben wir ausgeschaltet. Die Schilde sind auch halb im Eimer. Dann schießen wir jetzt nochmal auf die Drohne, auf das Drohnenkontrollsystem und einmal auf den Antrieb, würde ich vorschlagen. So, jetzt versuchen die ihren FTL aufzuladen, um zu verschwinden. Das finde ich gar nicht nett. Also volle Breitseite mit unseren vier Lasern nochmal auf den Antrieb. Aber das schaffen sie natürlich nicht. Gut. Ersten Gegner erledigt. Zwei Fuel, zwei Missiles. 19 Scrap. Gut. Gut, 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 gut. Gut. Weiter geht's. Fliegen wir mal dahin. Ein Rock Scout, der uns angreift. Puh, ja, bitte. Wenn sie meinen. Also nochmal auf die Schilde. Die wollen auch aufhauen. Feigenhunde. Und jetzt wollen sie auch noch aufgeben. Nö. Sehe ich nicht ein. Hehe. Tschüss. Ja, kriegen wir sogar ein bisschen mehr, als wenn sie aufgegeben hätten. Immerhin. Alle Anfänge schwer, aber ein bisschen Scrap ist ja nie verkehrt. Fliegen wir mal dorthin. Fünf Missiles verkaufen für 15 Scrap. Nö, ich glaube, das ist gar nicht mal so ein guter Preis. Deswegen lassen wir es. Lassen wir es links liegen. Wir vorschlagen, wir fliegen hier runter und versuchen dann hier irgendwie die Kurve zu kriegen bis zum Ausgang. So. Ein automatisiertes Rebellenschiff. Und wir greifen die mal an. Komm. Immerhin schon mal ein Waffensystem ausgeschaltet. Schön. Weiterhin auf die Schilde. Gut, das war's im Prinzip. Jo. Haben wir's. 20 Scrap. Und nochmal die Station untersuchen. 14 Scrap. 4 Fuel. Drone Part. Na, können wir eventuell im Laufe des Spiels nochmal gebrauchen. Mal sehen. Fliegen wir mal auf den Punkt. Können ein Asteroidenfeld untersuchen. Das machen wir einfach mal. Wir sind ja die Draufgänger hier. Und in einen 16 Scrap. Damit könnten wir schon mal die Schilde hochpowern. 1, 2. 1, 2. Schick. Zwei Schilde schon mal nicht schlecht. Hoffentlich besteht da eine Verbindung darüber. Aber, selbst wenn nicht, ganz am Anfang mal auf die Rebellen zu treffen, ist ja nicht so wild. Da wird ein ziviles Schiff von Piraten angegriffen. Und da wir gute Menschen sind und gute Soldans und gute, wie heißen die nochmal hier, die Mantis, glaube ich. Naja, gute Mantis, helfen wir dem zivilen Schiff. Naja. Jetzt wollen sie uns angreifen, anstatt das zivile Schiff. Das war klar. Aber es ist keine gute Entscheidung, Jungs. Lasst es lieber sein. Denn ihr könnt euch nicht mehr wehren.
Das dauert ja jetzt nicht so lange. Wir kriegen von den Piraten 23 Scrap plus das Zeug hier und mal sehen, ob das zivile Schiff noch in der Nähe ist. Ja, die waren noch in der Nähe, haben auf uns gewartet, bedanken sich und reparieren unser lediertes Schiff. Ist doch nett. Wir haben noch Zeit für den Distress Call. Soll Distress sein? Ja, ich würde sagen, wir benutzen unseren Angie-Crew, um die, um das System fern zu reparieren, eine Fernwartung durchzuführen. Das seht ihr hier, das wisst ihr ja, dass die blaue Option wird nur angezeigt, wenn ihr ein entsprechendes Crewmitglied an Bord habt, in dem Fall ein Angie. Gibt uns dann 28 Scrap, 2 Missiles, 1 Fuel. So können wir uns zum Ausgang begeben. So, hier ist nichts los. Ja, doch, hier haben wir es wieder, genau wie gerade. Wieder greifen Piraten ein ziviles Schiff an. Wir verteidigen das zivile Schiff. Auf die Schilde erstmal, dann anschließend auf die Waffen und auf das Drohnenkontrollsystem. Obwohl, richtig Schaden können die uns nicht anrichten. Dafür sind unsere zwei Schilde einfach zu stark. Das System nochmal ausschalten und dann mal auf den Antrieb schießen. Für alle Fälle, bevor die auf blöde Ideen kommen. Komm, zerstören wir sie mit einem Schuss auf die Lebenserhaltung. Schnappen uns 22 Scrap. Kontaktieren das zivile Schiff, welches sich aus dem Staub gemacht hat. Ja, gut, kann man ihn nicht verübeln. Wir verlassen den Sektor. Wir können in einen Soltan-Sektor oder in einen rebellenkontrollierten Sektor. Ich würde sagen, we take the easy way. Fliegen durch den Soltan-Sektor. Den vermeintlich easy way. So, wie sieht's aus? Wir können uns mal durch den Nebel hier wagen. Das machen wir auch. Ja. Ich bin zwar kein Freund vom Nebel, aber das hält natürlich die Rebellen ein wenig auf. Und wir treffen hier auf einen Rock Scout. Das sollte machbar sein. Dass sie uns immer angreifen, dabei haben wir nichts getan. Naja, wie auch immer. Oh. Doch, das war nichts, liebe Rocks. Jetzt habt ihr keine Waffen mehr. Jetzt steht er wieder da. Gleich fängt er an zu weinen. Euer Sauerstoff geht euch aus. Euer Cockpit ist hinüber. Hey. Hey. Unser Waffeningenieur ist aufgestiegen. Sehr schön. 30 Scrap, 2 Missiles und so weiter und so fort. Brauchen wir uns im Moment keine Gedanken um Fuel machen, da haben wir genug von. Wir jumpen ein Stück weiter. Tiefer in den Nebel. Und hier ist mal gar nichts. Schön. Einfach mal ein System zum Entspannen. Gehen wir den langen Weg. Wir geben uns so langsam aber sicher in Richtung Ausgang. Während uns wieder ein Rebellenschiff auflauert. Meine Fegen. Sollen das versuchen. Verdammt, unser Antrieb getroffen. Pöse-Rebellen. Ja, wäre super. Vorbeischießen ist nicht gut. Ja. Wir müssen auch mal treffen. Dann klappt es vielleicht auch mit der Nachbarin. Oder wie war das nochmal? Feuer! Feuer! Naja, halb so wild. Und dann... Ja, und jetzt wollen sie auch noch abhauen. Feigen Hunde. So, komm, mach mal Feuer aus hier. Was ist denn da los? Immer.
Und tschüss. Ja, der erste etwas härtere Kampf, möchte ich mal meinen. Werden wir fürstlich von belohnt. Achso, ich wollte schon auf Jump klicken. Haha. So, Feuer ist aus, Türen zu. Nebel oder nicht Nebel? Das ist hier die Frage. Hier besteht wahrscheinlich keine Verbindung. Fliegen wir in den Nebel. Was soll's? Oh, Gewitter? Ah, nee, doch nicht. Ja. Aha, das Ereignis kenne ich noch gar nicht. So, wir können uns jetzt, zwei Piratenschiffe sind hier und wir können jetzt deren Ladung klauen. Den Fuel Supply oder die Ammunition. Ich vermute mal, Fuel ist klar, ist Treibstoff und Ammunition wären Raketen. Brauchen wir im Prinzip beides nicht, aber wenn wir schon mal hier sind, wir kommen hier, nehmen wir den Fuel. Ja, hat leider nicht geklappt. Sie greifen uns an. Ein Mantis-Ship, Gott sei Dank ohne Boarding-Drohne, ohne Crew-Teleporter, meine ich. Das heißt, dass wir davon schon mal verschont bleiben. Hier eben anschalten. Brauchen wir ja im Moment nicht. Ja, schöner Treffer von denen. Was war das denn jetzt bitte? Mhm, wir wurden getroffen. Die versuchen abzuhauen. Well, well. Unser Medibay wurde getroffen. Halb so wild. Brauchen wir im Moment eh nicht. Schießen nochmal auf die verdammt. Auf die Schildsysteme. Aber da war ich ein Stück zu langsam. Ja gut, ein Treffer noch, dann sind sie hinüber. Das haben sie nun davon. Und wir haben 15 Scrap davon. So. Einmal kurz hier reparieren. Er ist ja nicht so der Reparaturprofi, also kommt der Kollege noch dazu. Der bisher die ganze Zeit nur blöd rumstand. So, vielen Dank. Mal gucken, dass wir mal ein bisschen Saft kriegen hier für den Antrieb. Sonst kommen wir ja nämlich nicht mehr weg. Alles andere sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge geht es dann hier mit diesem Mainstream-Game weiter. Seid mir nicht böse, aber ich hatte einfach mal Lust auf eine Runde zu zocken. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.